Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich wirklich sehr. Was wir als erstes mal machen ist, und ich scheiß drauf. Ich scheiß einfach drauf. Ich werde diesen dämlichen Helm absetzen. Was heißt absetzen? So, was? Sesmodien erfüllt dich? Achso, das ist ja der falsche. Moment. Speerhaube. Absetzen. Oh, da schaue ich doch lieber meinen liebevoll erstellten Kopf an, als diese komische Kappe, damit ich einen Punkt in der Verteidigung mehr habe. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir haben eine Markierung hier auf unserer Map. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, geht es mit der Hauptstory weiter. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns doch erstmal... Should we surrender or... Don't be foolish. We are the Chantry, as much as any Grand Cleric. That prattle from Valroyo isn't the word of the Maker. It's politics. Ja, das sind jetzt die von der Kirche, die wir mehr oder weniger jetzt so ein bisschen arbeitslos gemacht haben, weil jetzt, wo es uns gibt, ist all das, wofür die stehen, eigentlich so ein bisschen für die Katz. Zumindest habe ich das so verstanden. Deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Umso verwunderlicher, dass sie jetzt einfach so über ihre internen Sachen reden, wenn ich daneben stehe. Aber das schieben wir jetzt einfach mal auf die technische Unmöglichkeit. Nun ja, was haben wir denn noch alles so? Ja. I suppose that would work as well. Verdammt, jetzt werden auch noch die Templer nützlich gemacht. Das gefällt den Magiern natürlich noch weniger. Oh ja, und ich habe was sehr Großes gecatcht im vorletzten Part, glaube ich, war das. Dass ich gesagt habe, die Kirche ist von den Magiern hervorgerufen worden. Das ist natürlich genau das Falsche. Aber naja, das lassen wir jetzt einfach mal Rekrutierungen inspizieren. Was? Keine Pläne verfügbar. Okay, wir können leider noch nicht. Tausend Dank. No, my lord, I don't know where the other nobles are. I suggest you ask Ambassador Montillier. Oh, you're him. Thryn, Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. Was sind denn hier eure Aufgaben? What do you do here? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. Genau so ist es. Okay, und was hast du so für Spezialaufträge? If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Okay, und wie seid ihr hergekommen? How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Elden under Ten Loghain MacTyr, best commanding officer this world has ever seen. After they all turned on him at Denerin, though, there wasn't much use for people who held that opinion. Queen Honora offered my services to the Inquisition. It was a kindness. She knew I supported her father and got me away from the political garbage. Mhm. Ja, Loghain ist eine ganz wichtige Schlüsselfigur aus Dragon Age Origins. Und jetzt können wir natürlich gleich schon Partei ergreifen, dass er ein Verräter war. Deshalb seid ihr so unbeliebt. Ihr habt an ihn geglaubt. Gut. Ja, wir können jetzt entweder für ihn Partei ergreifen oder gegen ihn sein. Ja, wir sind das Nonplusultra Loghain. Das muss irgendein Furz gewesen sein. Der war ein Verräter. Loghain MacTyr betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there, Ostagar? I was. King Kaelin overextended his position. And the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Ten Loghain made the right decision. I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Okay, wegen der Bedarfsliste nochmal. What did you mean when you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have. But we're not a real army. We're stretched thin on materials. So I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron and a good logging site. Maybe Harrit can get our troops better weapons. Falls ihr Eisen einen guten Platz zum Häuser finden, könntet ihr Harrit unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Okay? Farewell. Make a go with you. Kriegen wir hin. Finde Materialien. 2 von 5 Eisen, 0 von 1 Holzschlagposition. Okay, sprich mit dem Schmied und dem Apotheker. Das ist also so eine kleine Hauptquest, die wir jetzt schon haben. Das ist ja recht nett gemacht.
schön eingebettet in das Ganze, dass es hier auch gebraucht wird und nicht einfach irgendein random Bauer, der will da so seine Schafe pflegen. Oder irgendwelche MMO-Figuckchen. Nun ja, wir schauen uns mal hier weiter um. Das wird jetzt wahrscheinlich vom Pacing her ein eher ruhigerer Part werden, aber wir wollen ja hier nicht in der Weltgeschichte umherhasten. Ich möchte alles erkunden, ich möchte Sachen finden, ich möchte gucken, was ich sehe da. Da geht's schon los. Ich möchte wissen, was ich alles machen kann und so weiter. Und dann kriegen wir das schon hin, weil, vergesst nicht, unser Ziel ist, der größte und mächtigste Inquisitor aller Zeiten zu werden. Ne? Und das geht nicht, indem man das hier alles links liegen lässt. So, guten Tag, wer sind Sie denn? Das sieht aus, als könnte ich hier rein. Apotheker, mit dem soll man sprechen. Erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bringe die Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jedem deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen und die mitgeführten Tränke aufzufüllen. Verwende die Aufwertungsstation, um dauerhafte Aufwertung für deine Tränke freizuschalten. Okay, da kann ich quasi meine Tränke stärker machen und so. Adan, das scheint der... Okay, hier gibt es einige Unstimmigkeiten, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu versorgen. Ein Streithammer? Den will ich haben, Kinder. Vorschlaghammer. Der ist ordentlich höher im Schaden als unsere Barbaren-Streitaxt. Ja, jetzt haben wir einen Hammer. Ja, ihr wisst, wir sind ja Nahkämpfer mit den schweren Waffen. Obwohl ich ja eigentlich ein Fan von Schwertern bin, aber wenn ich schon so viel Schaden austeilen kann mit meinem Hammer, dann nehme ich den natürlich auch. Und dann sprechen wir doch erstmal mit dem Apotheker. Sollen wir ja eh machen. Look who's back from the dead. Again. Kennen wir uns? Ich danke euch, ich hatte schon bessere Tage. Wir sind noch nicht fertig, ja. Kennen wir uns? I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of Makenos Ware, though. So, you're welcome. Alles klar, also der hat uns anscheinend auch geholfen, am Leben zu bleiben, als sie uns aus diesem Riss geholt haben am Anfang. Aber dann sage ich einfach mal danke. I didn't realize. Thank you. Yeah, well, you can pay me back by fixing the world. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Davon möchte ich mehr wissen. Ihr seid irgendwie schrullig. Das ist ja geil. Aber wie davon die englische Übersetzung wäre, würde ich jetzt gerne wissen. Ihr seid irgendwie schrullig. Wie stehen die Dinge denn? How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Okay. Also der hat quasi keine Zutaten, um Tränke zu machen. Und andere Leute, wie wir gerade gehört haben, wollen sie ihm nur ein bisschen zu teuer verkaufen. Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. Aha. Okay, Mist, das kann ich jetzt nicht weiter. Ja, wie bestelle ich Tränke? How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Wunderbar. Finde Tigens Notizen. Okay, diese Notizen können wir wohl tatsächlich dann holen. Besten und die klügsten Helden. Sprich mit dem Schmied. Okay, jetzt möchte ich gerade mal gucken. Wir haben doch sicherlich irgendwo auch so eine Art Questlog, oder? Tagebuch. Ja, seht ihr das? Der Weg des Inquisitors, das ist quasi die Hauptquest. Den lassen wir aber jetzt mal zu. Und in Haven haben wir jetzt hier das ganze Zeug. Und die können wir doch sicherlich auch, ihr seht, aktivieren. Und dann wird uns auf der Karte angezeigt, wo wir dafür hin müssen. Dann würde ich doch jetzt einfach mal sagen, was haben wir denn? Die besten und die klügsten Helden. Wir sollen mit dem Schmied sprechen. Und dann haben wir die schon erledigt. Sprich eine Trankausrüstung. Was? Suche eine Trankausrüstungsstation auf. Okay, das markiere ich jetzt einfach mal, weil den Schmied werden wir sicherlich einfach so finden. Jetzt gucke ich auch mal hier. Tränke ausrüsten. Tränke zuweisen und auffüllen. Du kannst für jedes Gruppenmitglied Tränke ausrüsten oder auffüllen. Während Heiltränke oben im Kreismenü automatisch und kostenlos aufgefüllt werden, sind für alle anderen Tränke Pflanzen erforderlich. Okay, wir haben noch keine Tränke, also bringt uns das erstmal herzlich. So, was haben wir hier?
Tränke. Stelle Gesundheit wieder her oder steigere Magie. Tränke aufwerten. Hier kannst du bereits erforschte Tränke aufwerten. Um einen Trank aufzuwerten, wählst du zunächst eine Kategorie, dann einen Trank und zuletzt die Aufwertung. Um Tränke aufzuwerten, ist eine erhebliche Menge an Pflanzen erforderlich. Im Gegenzug verleihen Aufwertungen deinen Tränken dauerhaft beträchtliche Boni. Okay, das hört sich sehr interessant an. Geworfene Fläschchen, die sich auf einen Bereich auswirken. Das hört sich gut an. Resistenzen erhöhen und Kampffähigkeiten verstärken. Was haben wir denn hier alles? Also, wir haben unseren Heiltrank. Stellt augenblicklich 385 Gesundheit wieder her. Und wir können das jetzt direkt erforschen. Was? Dafür brauche ich noch 22 Elfenwurzel. Aber Gott sei Dank haben wir den anscheinend vergleichsweise selteneren Dämmerlotus schon gefunden. Gut, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Regenerationstrank, können wir das? Elfenwurzeln können die... Okay, wir haben halt die ganzen Rohstoffe für so ein Zeug noch nicht. Dann lassen wir das auch. Ich schätze, das ist auch so gewollt. Hier liegt noch was zum Lesen. Überwachung des Patienten. Zweiter Tag. Da ist er. Puls und Atmung normal. Noch immer keine Reaktion. Habe ihm einige Tropfen Elfenwurzelextrakt eingeflößt, um die Genesung zu fördern. Starkes Zittern, Flüstern, etwas über viele Augen, etwas über die Grauen. Ein gutes Zeichen. Dann waren, sind diese Notizen also von ihm. Der hat uns quasi beobachtet und mit Potions gefüttert, auf dass wir wieder gesund werden. Das ist ja cool. Okay, wen haben wir denn hier noch? Hallo, du, der da so rumsitzt. Ich plündere hier mal kurz diesen Sack, der neben dir steht. Vielen Dank. Lammwolle kann man immer brauchen, die hält im Winter warm. Gerade in solchen Gewässern hier. Elfenwurzel. Seht ihr, da ist schon eine von denen, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch 21 und dann können wir schon unseren normalen Trank etwas stärker machen. Wunderbar. I like very much, I like very much. So, das hier drin ist das schon der Schmied. Wer bist du? Mit dir kann man sprechen. Ah, Solus, hi. The Chosen of Andraste. A blessed hero sent to save us all. Ja, will ich hoffen. I didn't ask for this. But someone has to find a way to seal this breach. Spoken nobly indeed. You think I'm mocking you? This age has made people cynical. I've journeyed deep into the fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars, both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. Ich studiere alte Ruinen. Ja, zu dem Heldending sagen wir jetzt einfach mal nichts. Nicht, dass uns hier permanent Leute Held nennen. What do you mean, ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time as a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the fade. I can find memories no other living being has ever seen. Okay. Wenn ich an solchen Orten träume, also der geht an geschichtsträchtigen Orten schlafen und dann sieht er total krasses Zeug, oder was? Das ist beeindruckend, das ist von enormem Wert, ja. I imagine you find some amazing things in there, alongside all the demons. Exactly. It is occasionally dangerous, yes. But more often it's just sad to see what has been lost. The thrill of finding remnants of a thousand-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodating. But you understand my caution. Ja. Cassandra wird sich schon um euch kümmern. Keine Panik. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Alles klar. Oder vielleicht sind wir auch derjenige, der die Breach zumacht. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Hallo, guten Tag. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass Sie hier so auf mich gewartet haben. Ach so, das ist glaube ich das Ding, wo wir aufgewacht sind, oder? Jetzt erkenne ich sie erst wieder, potenziell. Ja, doch, oder? Nee. Doch? Nee? Doch? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Welches von den Häusern war es? Waren wir hier schon drin? Hallo? Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade völlig die Orientierung verloren, aber das ist zum Lesen. Mitteilungsschrift der scharfen Witwe. Eine abgegriffene Mitteilungsschrift zweifelhafter Moral. Die scharfe Witwe begrüßt den kühlen Herbst mit einer weiteren Ausgabe von Träume des Verlangens, der Beichte einer Schülerin, deren Ausbildung mehr Ritzen gefüllt hat als die Läuterung. Verboten.
Was? Verbotene Tanteleien der geistreichen Art. Die scharfe Witwe. Anregendes für die im Geiste edlen, aber im Gange flinken. Die Lady selbst sagt, bezaubernd, man unterstützt die Zirkel nur, weil geschlossene Türen die Fantasie mehr anregen. Drei schockiert flatternde Schals von fünf. Was? Oh Gott, wir müssen wieder raus. Das hält ja kein Mensch aus. Das hat sich gerimed. Jetzt kommt in mein Rhymebook rein. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Gut, wir müssen mal noch zum Schmied gehen. Das ist bestimmt der Große hier. Unten. Redet ihr? Ihr könnt ruhig reden. Ich höre euch nicht zu. Guten Tag. Ja, hallo. Könnt ihr Platz machen? Macht Platz. Macht Platz für den Inquisit. Okay, ich gehe rein in die Schmiede. Ist ja schon gut. Ach, das ist das Gasthaus. Everyone ready to talk, and now all of them are dead, just like that. Going to be bloody now, that's for certain. Could be better. Schade, dass ich die Untertitel so ein bisschen überschneiden, dann ist es für euch vielleicht, die das Englische nicht so mächtig sind, ein bisschen blöder zum Zuhören, aber na gut, alles klar. Ja, wann habe ich gesehen, wir haben ein Lied gesammelt. Okay, Geschichte aus dem Frostgipfelgebirge. Ich sammle das alles ein, weil wir ja da auch jedes Mal Erfahrung für kriegen, wie man sieht. Einst hatten selbst die Berge ein Herz. Als die Welt noch jung war, standen der Thron von Kord, dem Bergvater, auf dem Gipfel des Belenas, dem Berg in der Mitte der Welt, von dem aus er sämtliche Ecken von Himmel und Erde sehen konnte. Und er sah starke Männer schwach werden, tapfere, feige und weise töricht. Aus Liebe. Kord entwickelte einen Plan, um zu verhindern, dass sein eigenes Herz ihn jemals derart untergehen konnte. Er nahm es heraus und versteckte es an einem Ort, wo keine Seele jemals danach suchen würde. Er versiegelte es in einem goldenen Fässchen, vergrub es in der Erde und erreichte darüber die unwirtlichsten Berge. Was errichtete darüber die unwirtlichsten Berge, die die Welt je gesehen hatte? Das Frostgipfelgebirge. Doch ohne sein Herz wurde der Bergvater grausam. Seine Brust war angefüllt mit eisigen Bergwinden, die heulten wie verlorene Seelen. Das Essen schmeckte ihm nicht mehr, Musik erfreute ihn nicht mehr und auch in guten Taten hatte er keine Freude mehr. Stattdessen quälte er mit Lawinen und Erdbeben die Stämme der Menschen. Gemeinsam mit den Göttern begehrten diese gegen ihn auf und nannten ihn einen Tyrannen, aber ohne Herz konnte niemand Kord erschlagen. Bald gab es unter Menschen wie Göttern keine Helden mehr, die es gewagt hätten, Kord herauszufordern. Die Herrin des Himmels schickte ihren besten Kinder aus, die schnellsten, klügsten und stärksten Vögel, um in den Bergen nach dem Herz zu suchen. Ein Jahr und einen Tag lang suchten sie, doch Sperling und Rabe, Geier und Adler, Mauersegler und Albatros, sie alle kehrten unverrichtete Dinge zurück. Dann sprach das Schneehuhn und erbot sich, das Herz des Bergvaters zu finden. Die anderen Vögel lachten es aus, denn das Schneehuhn ist klein, kann nicht einmal richtig fliegen und hüpft die Hälfte seines Lebens nur herum. Die Herrin verweigerte dem kleinen Wesen ihren Segen, denn die Berge waren selbst für Adler zu unwirtlich, aber das Schneehuhn brach trotzdem auf. Der kleine Vogel stieß tief in die Frostgipfel vor, wo er nicht fliegen konnte, kroch er. Er presste sich gegen den Boden und überstand so die schlimmsten Bergwinde. Schließlich gelangte er in das Tal, wo das Herz schlug. Wegen der vielen Untaten des Gottes war das Herz so schwer geworden, dass der kleine Vogel es nicht tragen konnte. Also rollte er es Stück für Stück aus dem Tal hinaus und über eine Klippe. Als das goldene Fässchen auf dem Boden aufschlug, sprang es in zwei. Das Herz war so voll, dass es beinahe platzte, und der Berggott verspürte Schmerzen, als machte er sich auf, was geschehen war. Okay, also er hat nachgesehen, was geschehen war, leg mich am Arsch. Als sich Kord seinem Herz näherte, sprang es zurück in seine Brust, und er war wieder vollständig. Danach fesselte Hakon Winteratem Kords Brustkorb mit drei Eisenbändern und drei Eisbändern, auf das sein Herz nie mehr heraus könne. Und alle übrigen Götter erklärten das Schneehuhn für ehrenhafter, als es selbst der majestätische Adler war. Das Schneehuhn, eine Geschichte der Avar aus Ferelden, Folklore und Geschichte von Schwester Petrin, Scholarin der Kirche. Vorhandene Ressourcen, Elfenwurzel und Eisen. Das war eine schöne Geschichte, hatte auch so ein bisschen was von einer Fabel, ne? Irgendwie, deswegen lese ich das jetzt auch echt gern vor. Was, sag weiter. Master Harriet said I should go back right away. Okay, also der hat irgendwelche Türen repariert. Ich konnte leider nicht dahin gehen. Flissa, wer bist du denn? Can I get you anything? Ja, was finde ich denn in Haven so? What can you tell me about this area? Adarnis Haven's apothecary.
He's been making potions and tending to the wounded as best he can. Harris is the Inquisition's smith. Whatever he can make you, Thren the Quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can try buying from Segrit. His prices aren't too high. Yet. Oh, there's also my knave. She studies beasts and things, as I understand. Beasts and things. Goodbye. Wunderbar, vielen Dank. Beim Innkeeper gibt es also immer eine Runde Klatsch abzuholen. Mit der Dame kann man nicht sprechen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit vor, okay, jetzt um das Haus zu verlassen, springst du durch das Fenster. Aber da wäre ich im falschen Spiel gewesen. Da hat AC Unity um sich geschlagen. Gut, jetzt habe ich doch mal Bock, diesen Schmied noch zu finden.